Guten Morgen, ich verbessere die Kurzarbeit jetzt mal ausführlich. Die Angabe sollte in der Beschreibung sein. Ich hoffe, dass ich es schaffe, da einen Link zu machen. Beschreibung, so genau, los geht's. Bei der A, wir haben den Stern Regulus. Den kann man mit bloßem Auge schön sehen, der ist ein Sternbild Orion. Kleine scheinbare Helligkeit von 1,36. Leuchtkraft 138 mal die Sonne. Richtig schön hell. Und das ist eben dieses L-Stern. Viele haben bei der A, ja, berechnet die absolute Helligkeit, sind sie ausgelaufen. M minus Groß M ist 5 mal der 10 Logarithmus von Abstand durch 10 paar Sekunden. Gut, aber da hat man ein Problem, das R kennt man nicht, das haut nicht hin. Wir haben jede Menge Angaben. Die Aufgabe geht so: Man nimmt die andere Formel, M1 minus M2 ist minus 2,5, 10er Logarithmus, E1 durch E2. Und dann sagt man 1, das ist der Regulus, und 2 ist die Sonne. Und dann habe ich da Vergleich und dann ist alles gegeben. Das heißt also M Regulus, das Gesuchte, minus M Sonne, ist minus 2,5 10er Logarithmus. Ja, das scheine ich jetzt erstmal nicht zu kennen, ja? So E Regulus durch E Sonne. Aber das ist dieses E Regulus durch E Sonne ist eben, oder hier so Sonne ist eben genau die 138. Ja, der ist einfach 138 mal so hell, hat 138 mal so viel Energie. Also wenn die beide die absolute Helligkeit hätten, die ich jetzt hier habe, ja, das heißt den gleichen Abstand, dann habe ich auch an der Stelle den Faktor 138. Und jetzt nur noch auflösen mit plus m Sonne und einsetzen. Dann habe ich die absolute Helligkeit vom Regulus. Ist m Sonne war 4, 8 minus 2,5 10er Logarithmus von 138. Da kommt minus 0,55 raus. Jawohl. Ein heller Stern. Kleine Zahlen bedeuten große Helligkeit. Aufgabe zu Ende. Fertig. B. Berechne seinen Abstand in Lichtjahren. Und das ist jetzt die Formel hier oben, relativ einfach. Es sind irgendwelche Helligkeiten gegeben und ich suche dieses R. Also m minus m gleich 5 10er Logarithmus R durch 10 PC, Helligkeitsmodul, auflösend nach dem R. Gibt schon eine fertige Formel, aber das sollte man hinkriegen, das aufzulösen. M minus Groß M durch 5 ist 10er Logarithmus, R durch 10 PC. Und jetzt eben auf beiden Seiten so 10 hoch. Dann habe ich 10 hoch, klein m minus Groß M durch 5 ist R durch 10 PC. Und R ist dann 10 paar Sekunden mal 10 hoch, m minus m durch 5 gleich, ja, kann ich gleich schon einsetzen. Klein m war 1, wo haben wir es hier, genau, 1,36. 1,36 minus 5. Schön machen. Und damit bekomme ich R in 24 paar Sekunden. Und der Faktor lautet 3,26. Ich muss in Lichtjahren angeben. 24 mal 3,26 Lichtjahre. 78,6 Light Years entfernt. So. Fertig. Die Formel vergleicht die scheinbare mit der absoluten Helligkeit. Man bekommt, weil hier paar Sekunden ist, immer paar Sekunden raus.
Und kann mit dem 3,26 Lichtjahren umrechnen. Also das. Gut, weiter. Die C. Berechne den relativen Radius von Regulus. Die Formel habe ich angegeben gehabt. R gleich Wurzel aus L Stern durch T Stern in Klammer zum Quadrat. Gut, also L Stern war gegeben, ist 138. Und T Stern, da geht es ja immer um den Vergleich zwischen Temperatur Regulus durch Temperatur Sonne. Temperatur Regulus ist gegeben, 13.000 Kelvin. Temperatur Sonne war auch gegeben, 5.800 Kelvin. Okay, und das ist der, hier, da habe ich noch ein Ding vergessen, das muss R Stern sein. Ja, also das heißt, ich bekomme hier wieder den relativen Radius. Und auch genau der ist gesucht, ja. Einsetzen, fertig. Also R Stern ist dann 2,33. Das heißt, der Regulus, R Regulus ist 2,33 mal R Sonne. Fertig. Das war gesucht. Auch kein Drama. Dora. Wie viele Jahre wird Regulus auf der Hauptreihe verbracht haben, bevor er stirbt? Das heißt, bevor das Wasserstoffbrennen aufgehört hat. Die Formel für diese Hauptreihenlebensdauer ist gegeben. T Hauptreihe, also Regulus, ist 1 durch klein m Stern in Klammer zum Quadrat mal T Hauptreihe Sonne. Sonne. Genau. Und M ist hier die Masse. M Stern Doppelpunkt relative Masse. Das ist etwas gemein, weil oben war klein m die scheinbare Helligkeit. Und hier ist es eben die Masse. Und es gibt noch eine zweite Formel und die lautet für Hauptreihensterne L Stern ist M Stern in Klammern hoch 3. Das heißt, M Stern ist die dritte Wurzel aus L Stern. Und L Stern haben wir. Ja, also gegeben, L Stern ist 138. Und wenn wir das dann alles einsetzen, bekommen wir es raus. T Hauptreihe Regulus ist 1 durch dritte Wurzel aus L Stern in Klammer zum Quadrat mal T Hauptreihe Sonne. Alles einsetzen. Und dann bekomme ich hier den Faktor 0,33, 0,037, genau. Also T Hauptreihe Regulus ist 0,037 mal die 11 Milliarden, die wir von der Sonne haben. Milliarden. Regulus ist also viel größer, viel heller und lebt kürzer. Ganz typisch. Also ich habe hier so 400 Millionen Jahre. Hier noch Jahre und unterstreichen und fertig. Dann Emil. Wie unterscheiden sich die Spektren von Regulus und Sonne? Beschreibe kurz. Also Regulus, der ist heller. Aber bei genügend großem Abstand ist er dann doch wieder, ja, die absolute Helligkeit, doch wieder dunkler, aber als Stern ist er heller, das heißt im Spektrum sehe ich, er ist blauer. Das kann man sehen, also viel größerer blauer und UV-Anteile. Das ist das eine und das andere ist andere Fraunhofer-Linien. Andere Spektralklasse. Andere Fraunhofer-Linien. Da werden durch die höhere Temperatur andere Elektronenübergänge angeregt. Ja, die Elektronen springen anders, haben andere Linien, andere Absorptionslinien.
Welche muss man nicht auswendig wissen, die kann man auch gucken. Aber dass es andere sind, das muss man wissen. Das war E, ja, also hier Blauer und Fraunhofer Linien. Die zwei Punkte musste man haben. Nächstes. Jetzt kommt eine klassische Aufgabe mit zwei Sternen A und B. Also A und B. Und ich weiß von der der Abstand AA ist viermal AB. Also das ist so wieder so eine Situation wie auf der. Da gibt es einen großen Stern, einen kleinen Stern. Der Schwerpunkt ist dann ungefähr hier. Genau, hier ist das kleine, das ist das AB. AA, das ist der B-Stern, also der B-Stern muss der dicke Stern sein und der A-Stern ist der kleine Stern. Hier. Rotieren um gemeinsamen Schwerpunkt. Und immer wenn die das machen, braucht man den allgemeinen Kepler. Und den löst man nach der Summe auf. Also die Masse ist gesucht. So, und dann habe ich MA, also die Masse vom kleinen Stern plus die Masse vom großen Stern ist, wenn man schön aufgelöst hat, 4 Pi Quadrat A hoch 3 Gravitationskonstante mal T. Das haben es eigentlich ganz gut gemacht. Der klassische Fehler war, also jetzt einmal 4 Pi Quadrat, dieses A war gegeben, 5 mal 10 hoch 15 Meter. Die Gravitationskonstante war ja auch gegeben, 6,67 mal 10 hoch minus 11. So, Meter hoch 3 Kilogramm Sekunde Quadrat. Die Zeit, die waren ja 30 Jahre. 30. Und das muss man hier in Sekunden machen. Ich habe ja an der Stelle Sekunden. Also muss auch, damit sich rauskürzt, müssen hier Sekunden ran. Also Jahre mal 365, dann habe ich Tage, mal 24, dann die Stunden, mal 60 die Minuten, dann nochmal mal 60 und dann habe ich die Sekunden. Das ganze Quadrat und dann kommt es raus. Also die Summe MA plus MB ist 8,26 mal 10 hoch 40 Kilogramm. Die Gesamtsumme. Und jetzt weiß ich, dass sich die Summe hier aufteilt. Ja, im Verhältnis 1 zu 4. Ja, damit der eine ein Kuchenstück kriegen kann und der andere vier Kuchenstücke kriegen kann, muss ich es halt in fünf Kuchenstücke aufteilen. Gibt Dreisatz, kann man machen, alles Mögliche kann man machen. Aber der Dicke ist der B, genau. Das heißt, MB ist 4 Fünftel mal die 8,26 mal 10 hoch 40 Kilogramm. Das ist 6,60. 6,60 mal 10 hoch 40 Kilogramm. Und MA ist dann ein Fünftel mal 8,66 mal 10 hoch 40 Kilogramm. Dann haben wir 1,65. 1,65 mal 10 hoch 40 Kilogramm. Jupp. Fertig. Also, das ist fertig. Abstand. Ja. Wir haben folgende Situation. Also, wir haben hier die Erde. Und das Doppelsternsystem, das ich mir ausgedacht habe, das ist als solches zu erkennen. Das ist ja nicht immer so. Das heißt, ich gucke hin und sehe hier zwei Sterne. Und ich habe hier also einen Winkel. Und der ist klein. Der ist 0,3 Paar Sekunden. Winkelsekunden. Der Winkel ist gegeben. Und bei der Aufgabe 5 mal 10 hoch 15. 5 mal 10 hoch 15
Meter. Gut, und jetzt ist der Abstand gesucht. Oft ist es eigentlich anders. Ich kenne den Abstand und kann dann diese 5 mal 10 auf 15 ausrechnen. Näherungsweise tue ich so, als ob hier dieser Winkel, die 0,3 sind so winzig, dass das kleinwinkelmäßig passt. Und dann nehme ich den Tangens. Gegenkathete zu Ankathete ist Tangens Alpha. Also Tangens 0,3 Sekunden ist 5 Gegenkathete, 5 mal 10 hoch 15 Meter durch R. Also R 5 mal 10 hoch 15 Meter durch Tangens 0,3. Ja, ein Sechzigstel für die Winkelminuten und ein Sechzigstel für den Grad. Ja, und das Ganze in Deck. Was sind dann Grad? Also hier ist dann Grad, Deck, DEG im Taschenrechner. Und dann bekomme ich 3,4 mal 10 hoch 21 Meter. 3,4 mal 10 hoch 21 Meter. Die Sachen sind ausgedacht. Sterne A und B gibt es so nicht. Genau, nicht so elegant. Das war alles.